willkommen zu Türchen Nummer 8. Richtig, ne? Ja. Es geht immer länger. Also, wir kommen langsam zur Tür Nummer 10. Das bedeutet, es ist nicht mehr ganz so viel Zeit und fast schon Halbzeit. Also, Türchen Nummer 8 beginnt mit einem Spiel, was wir auch schon sehr, sehr lange im Bestand haben, was wir viel zu selten spielen, was aber unglaublich viel Spaß macht, zumindest in meinen Augen. Und ja, Mystic Whale ist ein wunderschönes Spiel. Es macht unglaublich viel Spaß, es hat einen sehr, sehr coolen Mechanismus. Auch wenn mir das Cover nicht so gut, also nicht wirklich zusagt, so habe ich es dann irgendwann mal geholt, weil ich diesen Mechanismus einfach so cool finde. Man hat so Karten und man kann halt andere Karten direkt dort reinschieben. Das ist so ein Sleeve-System im Grunde. Man hat wirklich die Karten, die passen auch alle rein. Man braucht auch gar keine Angst haben, dass diese Kartenhüllen aus durchsichtigem Material kaputt gehen, denn es gibt noch Ersatzhüllen hier drin und trotzdem habe ich noch nicht einmal eine Hülle zerstört oder kaputt gemacht, weil man kann dort bis zu zwei weitere Karten, nee, bis zu drei, ne? Ja, nee, bis zu zwei weitere Karten, nee, drei. Ja, es gibt ja auch leere Karten und da kann man drei Einschübe reinmachen. Das bedeutet, man öffnet dann die Karte, dann geht die so ein bisschen auf. Und dann kann man immer wieder eine reinmachen und zwei. Die sind alle durchsichtig und dann überlagern die sich nicht, sondern die überlagern sozusagen der untere Bereich, der mittlere Bereich und der obere Bereich. Und das ist schon ein sehr cooler Mechanismus, eine coole Idee. Und die Grundbox macht schon unglaublich viel Spaß, denn wir können hier Sachen einkaufen. Wir haben so ein Push-and-Luck-System. Wir ziehen Karten, wir decken die auf, bis wir irgendwann sagen, so, es reicht, ich habe da keinen Bock mehr drauf oder ich möchte jetzt nicht noch mehr mein Gebiet versäumen, weil es gibt hier rote Bäume, die sind halt schlecht, die grünen Bäume sind gut und das gleicht sich immer so ein bisschen aus, wenn man die zieht. Aber es ist ein so raffiniertes System und vor allem sitzen alle rum, auch wenn sie nicht dran sind und überlegen, was kann man kaufen, was könnte derjenige mitnehmen, denn der würde dann halt dementsprechend auch die Karten für sich nehmen und vielleicht bleibt dann für mich gar nichts mehr übrig, wenn ich dran bin. Und das ist natürlich echt ein sehr, sehr cooler Mechanismus, der mir unglaublich viel Spaß macht. Also und vor allem die Erweiterung, also die erste Erweiterung, wo es dann auch einen Helden gibt, den man reinpacken kann in sein Kartendeck, macht noch mehr Spaß, denn dadurch hat man wirklich nochmal einen Helden, der sich ganz anders spielt als alle anderen Helden auch noch. Sehr cool, Mystic Whale, auch ein günstiges Spiel mittlerweile. Sehr cool. Beide Daumen hoch für dieses unglaublich tolle System. Ja, ihr seid ja noch da. Dann macht's gut. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.